Hallo und herzlich willkommen zu diesem Energie-Update zu den aktuellen Zeitenergien. Ich bin Yvonne, ich bin Medium, Tiermedium und spiritueller Coach und gerade fahren ja die Energien Achterbahn. Es ist so viel los. Ich sage immer gerne, es ist so toll, dass wir uns diese Zeiten ausgesucht haben, um jetzt inkarniert zu sein, so vieles erleben zu dürfen und so transformieren und weiterentwickeln zu dürfen. Und dafür kommen wir von einem energetischen Höhepunkt zum nächsten. In der letzten Woche haben wir über das Lions Gate, das Löwenportal, gesprochen, das in dieser Woche am 8.8. seinen Höhepunkt erreicht hat. Es ist immer noch offen, das heißt, es schwingt immer noch, es verschließt sich so langsam, wird aber auch noch jetzt noch so eine Woche in etwa nachschwingen. Das heißt, da haben wir schon viel transformieren dürfen, erleben dürfen. Da haben wir gespürt, was wirklich und wer wirklich zu uns gehört und wer nicht. Wir durften noch mehr auf unser Gefühl, auf unsere Intuition, auf unser Herz hören. Und jetzt haben wir schon die nächsten Ereignisse, denn wir haben heute am 12. August Vollmond im Sternzeichen Wassermann und wir haben die Sternschnuppen der Perseiden. Vollmond im Wassermann. Auch da ist es so wie mit allen Energien. Es schwingt vor, es schwingt nach. Das heißt, das hat auch noch ein paar Tage mindestens Auswirkungen auf uns. Und dann geht es eben auch darum, in die eigene Kraft zu kommen, sich durchzusetzen und eben auch dabei, gerade eben im Wassermann, die Gefühle fließen zu lassen, den Gefühlen Raum zu geben, freien Raum zu geben. Also eine sehr intensive Zeit, in der wir nochmal einen Schritt weit auf dieser Ebene kommen. Wer gehört wirklich zu uns? Wer passt wirklich zu uns? Und nicht nur wer, sondern eben auch was, welche Situation, welche Arbeit, welche Umgebung, vielleicht auch welche Wohnung, welches Haus. Also da dürfen wir wirklich nochmal in uns hineinfühlen, was sich stimmig anfühlt. Und dann haben wir obendrauf die Sternschnuppen der Perseiden. Die Perseiden kommen auch jedes Jahr auf uns zu und sie ja, sind jetzt auch schon seit ein paar Nächten wirklich aktiv. In der Nacht vom 12. auf den 13. August ist wirklich der größte Sternschnuppenregen, so könnte man es sagen. Und danach wird es auch noch nachschwingen. Vielleicht hast du auch in dieser Woche schon die ein oder andere Sternschnuppe gesehen. Das sind ja im Prinzip nur Staubkörner, die in die Erdatmosphäre eintreten und dann verglühen. Und das hat dann eben diese wundervolle Wirkung auf uns. Diese Sternschnuppen bringen auch eine ganz magische Energie mit sich. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich eben diese Wunschenergie, dass wir uns etwas wünschen dürfen. Du kennst das sicherlich. Wenn man eine Sternschnuppe sieht, dann darf man sich im Stillen etwas wünschen. Man sagt immer, man sollte es nicht erzählen, damit der Wunsch auch in Erfüllung geht. Ob das jetzt stimmt oder nicht, darf sich auch reinfühlen. Es hängt ja immer davon ab, wie wir die Welt sehen, wie unsere Wahrheit ist. Und dementsprechend wird es auch geschehen. Jetzt kommt noch was obendrauf, und zwar ein Channeling der Plejada. Ich wollte mich mit den Vollmondenergien verbinden. Ich wollte da mal reinfühlen, was soll uns das sagen? Und es kam die Plejade, also die Sternenfamilien, die Energiewesen, die Lichtwesen von den Plejaden. Und sie haben uns Botschaften, die jetzt mit dazugehören. Also im Vorfeld bekomme ich oftmals so einen Impuls, was darf ich machen? Oder ich nehme die Energiewesen, die Lichtwesen wahr. Und sie sagen mir, wir haben was zu sagen für alle da draußen, die dieses Video anschauen. Und dementsprechend, ja, los, nimm das Video auf. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wir haben noch Vollmond und wir wollen noch darüber sprechen und Sternschnuppen und all das, Wunschenergie. Dann haben sie gesagt, warte ab, es gibt ja keine Zufälle, es ist fällig, was uns zufällt. Und die kleinen Zahnrädchen, auch die großen Zahnrädchen des Universums greifen so super ineinander, dass wir da voller Vertrauen sein können. Das heißt, wir schauen, was passieren wird. Wir fühlen uns rein. Wir verbinden uns mit den Plejadern und lassen die Energien fließen, denn sie haben anscheinend, so nehme ich es wahr, eine sehr wichtige Botschaft für uns, worauf wir jetzt gerade wieder in diesen Tagen achten dürfen. Wovor habt ihr Angst? Geht los, denn ihr seid stark. Jetzt ist der Moment, um aufzubrechen, um hervorzutreten. Jetzt ist der Moment, um zu rebellieren. Geht, lasst es fließen. Hört auf, euch zurückzuhalten. Hört auf, euch klein zu halten. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um sich aufzulehnen. Ihr spürt es tief in euch drin, das Wahrhaftige, das Echte. Doch ihr habt noch nicht den Mut gefunden, euch aufzulehnen. Ihr habt noch nicht den Mut gefunden, eure Worte in die Welt hinauszutragen. Geht hinaus, rebelliert, geht hinaus, teilt mit, wie ihr euch fühlt, teilt mit, was ihr euch wünscht und setzt es um. Ihr, nur ihr könnt diese neue Welt erschaffen. Denn wir Sternenwesen sind an eurer Seite. Wir sind bei euch. Wir lieben euch. Wir führen euch. Wir unterstützen euch. Doch ihr seid hier. Ihr seid hier auf dieser Erde. Und ihr seid bereit,
den Weg zu gehen. Die Zeit des Versteckens, die Zeit des Kleinhaltens, die Zeit des Verdrängens, die Zeit der Bequemlichkeit ist vorbei. Geht den Weg, auch wenn er für euch vermeintlich unangenehm, unbequem scheint. So geht ihn, denn ihr kennt ihn. Tief in eurem Herzen kennt ihr diesen Weg. Dafür seid ihr hier, um es aufzubrechen. Das Alte, die alte Welt, das alte System. Es ist an der Zeit, dass es fällt. Es ist an der Zeit, weiterzugehen. Es ist an der Zeit, die neue Welt, das neue goldene Zeitalter auf die Erde hinabzutransformieren. Es steht bereit. Es schwebt über euch, um euch herum, unter euch. Das neue Zeitalter ist da. Doch ihr habt noch nicht den Mut gefunden, um es in dieser Welt zu leben. Lebt es, brecht aus eurem Alltag, brecht aus euren Glaubenssätzen, brecht aus euren alten Überzeugungen, wer ihr seid und wie die Welt zu sein hat. Brecht aus und brecht auf. Jetzt, denn jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Lasst es nicht länger über euch ergehen. Hört auf, alles zu ertragen. Es ist eine Zeit, die Lasten von euren Schultern zu nehmen. Es ist eine Zeit, den Mut zu finden, ihr selbst zu sein, eure wahre Größe zu leben. Brecht es auf, denn ihr habt es in der Hand. Ihr seid so viel stärker. Ihr seid so viel mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Tretet heraus aus dem Kleinsein. Tretet ein in das Universum. Denn ihr seid es, ihr seid das Universum, ihr seid so viel mehr, ihr tragt alles in euch, alle Fähigkeiten, all das Wissen, all die Stärke. Denn ihr seid es, die den Umbruch gestalten. Ihr seid es, die aufstehen müssen. Ihr seid es, die jetzt losgehen müssen, um zu transformieren, euch selbst und die Welt. Die Energien stehen bereit. Alles ist für euch da. Alle Wesen der geistigen Welt, des Universums, alle Energien sind an eurer Seite. Tretet hervor. Findet den Mut, denn auch dieser ist in euch. Die aktuellen Energien unterstützen euch. Also geht los, geht vorwärts. Tretet heraus aus eurem alten Ich und findet euer wahres Inneres. Es ist alles bereit für euch. Geht los, rebelliert, steht auf, setzt euch ein für diese neue Welt, für diese neuen Energien. Setzt euch ein für all eure Wünsche und Träume. Jetzt ist der Zeitpunkt zuzugreifen. Jetzt ist der Zeitpunkt, sich durchzusetzen. Jetzt ist der Zeitpunkt für die neue Welt. Es steht bereit. Habt den Mut, aus dem Alltag, aus dem Hamsterrad hervorzutreten. Denn wir sind da und ihr seid bereit. Wir kennen eure Fähigkeiten. Erinnert euch. Ihr seid Licht und Liebe. Ihr seid alle eins. Ihr seid verbunden. Ihr seid Magie, Heilung und Erleuchtung. Immer noch ein bisschen Gänsehaut, diese Energie, die bewegt einen dazu, wirklich gleich loszugehen und zu machen, zu unternehmen. Und ich sage immer so gerne, wir sind so wertvoll für unser Sein, wir sind so kraftvoll, wir sind so konditioniert worden, immer Leistung zu bringen, diesen ganzen Druck. Und dennoch ist diese Energie, die ich gerade von den Plejadern wahrnehmen durfte, so anders. Es ist so ermächtigend. Es ist so diese Energie von, ja, wir können es schaffen. Ja, es ist wirklich alles bereit. Das ist so voller Wunder. Und ich empfinde es auch so, dass auch die Wünsche, die wir mit oder ohne Sternschnuppen ins Universum hinaussenden, sie wirklich in Erfüllung gehen, weil diese Wünsche auch zeigen, was wir wollen, was wir wirklich wollen. Und das ist so besonders. Und ja, ich bin sehr neugierig, wie du diese Energien empfunden hast von den Plejadern. Ich bin sehr neugierig. Ich schaue mir noch so ein bisschen rum, weil ich spüre ihre Energien noch so da. Ich sehe noch die verschiedenen Energiewirbel. Ich sehe so ganz viele
goldene Glitzerwirbel, die uns wie aktivieren, die unsere Goldfrequenzen aktivieren, die dafür sorgen, dass wir in unsere Urkraft, in unsere Urenergie, in unsere Urschwingung zurückkommen. Deswegen bin ich hier immer noch so am Sortieren, mich erfreuen. Es ist, als würden die Sternschnuppen jetzt gerade so auf uns herunterregnen, herunterprasseln, und das dürfen wir in uns aufsaugen. Also auch das kommt jetzt gerade nochmal als Information, ist so wichtig, dass wir aufnehmen, sei es eben die Mondenergie. Also geh auch gerne in der Vollmondnacht hinaus, auch in den Nächten danach ist ja die Vollmondin noch sehr kraftvoll, und sauge diese Energien auf. Durch die Vollmondin kommen Silberfrequenzen zu uns, die uns reinigen, die unsere Zellen erneuern. Durch Sonnenenergien und durch Sternschnuppen, durch Lichtenergien kommen diese Goldfrequenzen zu uns, die unsere Intuition stärken. Also geh raus, öffne die Arme und saug es in dich auf, um wirklich noch mehr diesen Mut zu finden, den eigenen Weg zu gehen, den Mut zu finden, das eigene Leben zu gehen, den eigenen Weg, auch in dem Sinne, dass uns immer mehr gleichgültig wird, was andere denken. Also wie gesagt, ich freue mich über deinen Kommentar unter diesem Video, wie es dir geht, wie du dich in diesen Zeiten fühlst, die doch wirklich eben auch, ich habe vorhin gesagt, das ist eine Achterbahn der Energien, die so intensiv sind. Und dennoch bin ich überglücklich, hier sein zu dürfen, das alles miterleben zu dürfen, nicht nur miterleben, sondern auch mit gestalten zu dürfen. Und genau deswegen bist du hier. Du bist hier, um den Unterschied zu machen. Du kannst so viel bewirken mit deinen Energien, mit deiner Liebe, mit deiner Wertschätzung, mit deiner Dankbarkeit. Und wenn du selber sagst, ich möchte noch mehr meine medialen Fähigkeiten aufbauen, auch wenn du die vielleicht noch anzweifelst, es gehört auch dazu, wir sind schließlich eben noch Menschen, dann melde dich gerne bei uns. Wir bieten ja die Mediumsausbildung an und die mediale Oela-Tiercoach-Ausbildung. Und wir bieten auch kostenlose Beratungstermine an, völlig unverbindlich, kostenfrei, sehr angenehm. Wir haben da ein wundervolles Team, und ich würde mich freuen, wenn ich noch mehr von dir hören darf. Jetzt wünsche ich dir noch ganz besondere Tage, tolle Energien. Ich danke dir fürs Zuschauen und lass doch gerne einen Daumen hoch da. Und oder abonniere den Kanal, wenn dir das Video gefallen hat. Ich danke dir.